Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet und mit dabei seid. So, wir fahren jetzt Richtung neuen Gebiet. Wir haben es auf der Karte schon markiert. Ich fahre das Motorrad. So, wir fahren hier lang. Einmal kurz querfeld ein und gleich einmal darüber. Komm, da ist doch gleich der Weg. Einmal runter. Ich glaube, die Luft ist rein. Habe ich mich schon wieder festgefahren? Oh, nö, bitte nicht. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich hole mir da unten ein Auto. So, dadurch, dass es wieder dunkel wird, nehmen wir das Nachtsichtgerät und wir nehmen mal kurz den Pickup. Dankeschön. Nehmen dieses Fahrzeug. So. 2 Kilometer. So. Da brennt es irgendwo an der Seite. Das sind die Rebellen, oder? Nee, sind sie nicht. So. Fahren wir mal hier lang. Scheißdreck. Jawohl, sauber gelöst, sauber gegengelenkt. Entschuldigung. So, 800 Meter. Dann ist das hier vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier oben lang fahren. Okay. Ich park mal kurz hier drüben. Schau mal kurz auf die Karte. Ah, wir sind nicht weit weg. Pass auf. Da vorne irgendein Gebäude. Ja, hier ist die Grenze. Okay. Das hier wäre der Bereich Sicherheit. Aber ich schaue nochmal auf die Karte. Hier ist aber nichts Größeres, was wie ein Checkpoint aussehen könnte, wo man quasi die Infos bekommt, wie am Anfang. Wir fahren dann einfach mal weiter. Haben wir ja gesagt, dass wir das ganz gemütlich machen wollen. Da drüben wäre eine Station. Da wäre die Provinz Midaluna. Neuer Einsatz. Oh, Story-Einsatz. Was haben Sie über Medialuna? Die Provinz gehört der Unidad. Ein uniformierter Dreckskerl namens El Comandante ist da der Obermotz. Er schützt Santa Blanca, vor allem gegen die Rebellen. Wir müssen die kleine Romanze zwischen Unidad und Santa Blanca beenden. Aber da El Comandante immer eine Maske trägt, wissen wir nicht, wer er ist. Wir versuchen, das Rätsel für Sie zu lösen und sehen zu, dass wir dabei Santa Blanca das Leben schwer machen. Ja, dann müssen wir da hoch. So, hier haben wir ein neues Ziel, also ein neues Safe House. Was ist das hier unten? Mit Scott Mitchell reden, das machen wir jetzt auch. Ne, wir fahren erstmal hier hin. Oh, das ist so eine Art. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter, wir fahren weiter. Die haben es nicht erkannt. Nein, 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 nein. Video? Die Infos über diesen Typen sind dürftig. Das Kartell und die Bolivianer nennen ihn El Comandante. Alter, Geburtsort und Taufname unbekannt. Als Offizier der Militärpolizei Boliviens hat sich El Comandante einen Namen mit der Jagd auf Rebellen gemacht. Die Rebellen hatten so etwas wie eine Basis in Medialuna, bis El Comandante und die Unidad eintrafen.
Es war ein Gemetzel. Gerüchten nach hat unser Freund ein paar Skalps als Andenken mitgenommen. Auf dem Papier ist er nur ein Oberstleutnant, aber seine Autorität ist unangefochten. Und diese Befehlsgewalt nutzt er, um die Unidad für Santa Blanca einzuspannen. Aber wie er die Unidad in die Unternehmung des Kartells einbringt, sollte Svenio Sorgen bereiten. Eigentlich würde Svenio um die Unidad einen Bogen machen. Aber er hat ein Problem mit den Rebellen. Und was man nicht kennt, kann man nicht bekämpfen. El Comandante kennt die Rebellen. Ohne ihn würde das Land um Media Luna von Rebellen kontrolliert. Wie alle besten Feinde behält Svenio El Comandante im Auge und ist immer auf der Hut. Alles klar, El Comandante. Ach du. Wir haben ja mächtig hier. Ja, vielleicht war es nicht so gut hier reinzufahren, weil wir sind, glaube ich, erst Level 15? 16? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir da mal. Können wir da eigentlich gucken? Warte mal. Nee, Quatsch. Hier müssen wir rein. Wir sind, ja, Stufe 15. Ich kürze mal ab. So. Das geht. Das geht definitiv. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Sehr schön. Ein paar Sekunden gespart. Hier nochmal hoch. Ist halt die Frage, ist das Freund oder Feind, ne? Ich sehe nur diesen toten Kopf. Aber wenn wir oben sind, dann werden wir es wissen. So, my friend. Hello. Nomad. Lange nicht gesehen, Boss. Ich hoffe, Bolivien bekommt ihn. Es hält uns auf Trab. Solange Sie noch im Dienst sind, wir haben ein neues Problem, bei dem Sie uns helfen könnten. Welches? In Bolivien gibt's wohl noch mehr als nur waffenfähiges Kokain. Sie haben Uran unter all den Pflanzen entdeckt und begonnen, es zu fördern. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Informationen, dass russische Ultranationalisten dabei helfen und einen Teil abbekommen. Ganz sicher? Wir haben einen Ghost vor Ort, einen aufgeweckten Jungen, der die Unidad als russischer Agent infiltriert hat. Codename Little Brother. Süß. Die Unidad schickt bald Uranproben an Russland. Die müssen wir abfangen. Kontaktieren Sie Little Brother. Er führt Sie durch den Einsatz. Verstanden. Naja, ich hätte auch mal eine richtige Plane rüberspannen können, dann wirst du auch nicht so nass. Okay, da ist jetzt das nächste Ziel. Oh Mann, Mitchell mischt jetzt in Bolivien mit. Ich hoffe, er ist am Schreibtisch nicht eingerostet. Niemals. So, lass mal sehen. Hier ist das Dokument. Da sind neue Plätze. Jetzt deckt mir hier so ein bisschen die ganzen Karten auf. Ne? Wir müssen jetzt aber hier rüber. Sobald er zurück im Gefecht ist... Kommt das von allein. Wir bringen die Band wieder zusammen. Halt, warte mal, hat ja ein neueres Auto stehen. Ja, den nehmen wir. Ich mache mal wieder das Nachtsichtding an. So, Night Vision. Na kommt, Leute, steigt ein. Steigt einfach ein, dann ist gut. Du fährst das Ding besser nicht. Doch, doch, das geht schon. Geht schon klar, geht schon klar, geht schon klar. Alter Finne! Ja, Vollingen, da geht was. Boah, sowas würde ich auch gerne privat fahren.
Schalten wir die Rebellensendeanlage ein und helfen, die Botschaft zu verbreiten. Dann wimmelt es hier von Santa Blancas. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Wir fahren jetzt mal straight die Mission ab. Hier, Nomad. Oh, Scheiße, nennen Sie mich nicht so. Kann es nicht was Cooleres sein? Was? Weiß nicht. Vielleicht Spade. Ich mag Spade. Ich gefährde doch die Operation nicht wegen eines neuen Codenamens. Wenn Sie ihn nicht mögen, klären Sie das mit Griffin. Scheiße. Alles klar. Alter Mann. Wir haben einen engen Zeitplan. Wie ist die Lage? Wir haben den Ort abgeriegelt. Wir kommen nur per Fallschirm rein. Ihr müsst vom Felsen da oben abspringen. Welche Begrüßung erwartet uns? Ich säubere die Landezone für euch. Mehr kann ich nicht anbieten. Geht einfach rein. Ihr braucht doch nicht die Schuhe auszuziehen. Wir sollen jetzt da mit dem Fallschirm raus. Ha! Gehen oder rennen Sie auf die Kante einer Klippe zu und drücken Sie, halten Sie S gedrückt, um langsamer zu werden und W, um Tempo zu gewinnen. Okay. Drücken Sie, ja, um den Fallschirm zu öffnen. Ja, dann. Moment, noch was. Alter. Bleibt unentdeckt. Falls ihr gesehen werdet, ist der Einsatz vorbei. Ach, das ist so eine Mission. Ja, wunderbar. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin birgt für ihn. Im Kampf getötet. Nee. Ich hab das gemacht, was ihr gesagt hattet. Sogar. Ach, schön. Das war nix. Gleich nochmal. Dann ist das wieder einer dieser Missionen. Unentdeckt bleiben. Schön sneaky vorangehen. Ach komm. Hat er mich jetzt so weit zurückgenommen? Das ist ja nicht so toll. 400 Meter. Unidad Heli. Unidad Vogel im Anmarsch. Und der sieht uns nicht. Ach Gott, wo ist das Auto? Da ist es. Moment, ich fahre. Wäre schön, wenn es mal wieder hell wird. Dann wird man einfach ein bisschen besser was sehen, aber vielleicht ist die Nacht auch unser Freund, wenn wir da unten mal ankommen würden. Ja, das wissen wir schon. Das gucke ich mal. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin birgt für ihn. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis. Was ist denn das bitte? Ich drücke auf diese scheiß Leertaste. Es reicht's mir aber. Der zweite Versuch und ich reg mich für künstlich auf. Ah, und dann diese Ladezeiten. Na komm schon. Wieder 400 Meter.
So, auf ein neues. Anschnallen, Leute. Bin drin, los. Vorlaufen bis an die Kante, gehen oder rennen, dann die Leertaste drücken. So, jetzt gehe ich mal nur bis zur Kante. Nomad, noch was. Bleibt unentdeckt. Falls ihr gesehen werdet, ist der Einsatz vorbei. Augen auf, zurück an die Arbeit. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin birgt für ihn. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. In Gott, meinst du? Und Griffin. Was eine Scheiße. Wegen 10 Metern. Oder nicht mal 10 Metern stirbt er. Ach kommt, Leute. Was soll denn das? Ich soll doch da irgendwie Geschwindigkeit aufnehmen. Braucht er vielleicht noch einen Wingsuit oder sowas? Gucke ich gleich nochmal nach in den Fertigkeiten. So, Fertigkeiten, zeig mal her. Haben wir einen Wingsuit? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur den Fallschirm. Ja gut. Auf ein neues. Ich fahre. Sammelpunkte erreichen. So, es wird so langsam hell. Das sieht man wieder ein bisschen mehr. Das wird nichts mehr hier. Ich finde es immer noch extrem dunkel. Ich sehe einfach zu schlecht, das wird wahrscheinlich sein. So, SW. Nach oben, Geschwindigkeit aufnehmen. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin birgt für ihn. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. In Gott, meinst du? Und Griffin. S, nach oben, nach oben, nach oben. Ach komm, das ist doch nichts Genaues hier. Ist doch mir wurscht. Von wegen Fallschirm. In der Basis abspringen, ohne entdeckt zu werden. Am Arsch, ich werde jetzt gleich mal reingehen. Wahrscheinlich ist die Basis komplett abgesichert. Da, äußere sichere Zaun. Ah, die wären Störsender. Setze Drohne ein. Ja, dachte ich mir. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Dann, klassisch, Typ. Das Ding steht da vorne. Ziel gesichtet. Leutnant markiert. Ab einen Tango. Scharfschütze. Verstand. Oben auf dem unterwegs. Tor.
Ziel erfasst. Tango getroffen. So, da drüben ist noch ein Turm, sehe ich gerade. Ist dieser Turm auch hoch genug, dass man da mit dem Fallschirm reinballern kann? Ich habe hier in dem Turm leider keinen gesehen. Nee. Ich sehe zwei Unidad-Soldaten. Der Parkplatz. Okay. Wir sind drin. Ich will jetzt erstmal nur scannen mit dem Feuerlöscher. Feuerlöscher mit dem Fernglas. Nee. Markiere Feind. Feind gesichtet. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Abschuss bestätigt. Sehe ein Luftabwehrsystem. Ich sehe ein wichtiges Ziel. Haben wir noch in den Türmen irgendwo einen? Scharfschütze im Turm. Unbekannter Ort, aber da ist noch ein Scharfschütze. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da haben wir auch einen. Ein Ziel mit Maschinenpistole. Den hätte ich ganz gerne. Verstanden, unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Kommt. Ich hab das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Zack. Ich greife an. Einer weniger. Haben wir. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen ins nächste Büro rein. Oder Gebäude. So, pass auf, das sind 1, 2. 1, 2, 3. Die beiden und dann die. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Das machen wir auch. Die Zeit nehmen wir uns jetzt für einen nach dem anderen. Nur da hinten der Typi, kommen wir nicht ran. Okay. So, nehmen wir die hier. Okay, eins, zwei. Roger, ich brauche neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Erledigt. Okay. Kurz in die Fertigkeiten, die Cooldown-Phase von den Leuten. Trupp. Wiederbeleben, simultan schießen. Ah, da gibt's keine Cooldown-Phasen, gell? Wiederbelebungstempo würde ich ganz gerne machen. Zack. Und Truppenwiderstand. Haben wir nicht genug. Okay. Da hinten muss noch einer rumlaufen. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden, unterwegs. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Schieße! Feind am Boden. Sehr gut. Locker bleiben. Alles nein, gut. Stopp. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. So. Jetzt gehen wir da ganz, ganz sachte weiter. Ist nämlich auch schon hell. Also sind wir leichter zu entdecken. Obwohl, am Arsch, es ist so dunkel. Es wird gerade hell.
200 Meter bis zum Störsender. Unidad Heli, unten bleiben. So, bevor ich hier reingehe, möchte ich gerne diesen Bereich gesichert haben. Geh in Position. Ich habe das Ziel. Ein Drecksack weniger. Da sind sie. Sehr gut, sehr gut. So, deaktivieren. Drohne. Ja, Störsender ist weg. Wer scheint hinter der Mauer zu sein? Roger, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Der Tango ist hin. Noch ein Tango. Scharfschütze im Turm. Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Bin bereit. Bereit. Auf deinen Befehl. Hab ihn. Feinde, passt auf. Ich sehe ein zweites Ziel. Pass auf, wir haben eine Alarmsicherung. Oh, Alarm. Huhuhu. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Und da ist auch noch einer. So, jetzt haben wir alle. Pass auf, jetzt gehen wir dahin und machen das zum Schluss mit den Typen. Hier. Das ist unser Kumpel. Mhm. Gut, alles grün für uns. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heißsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Nun, nicht jeder weiß, wie man so ein Ding fliegt. Scheiße. Okay. Müssen wir ein bisschen auf Obacht geben.
Alles klar, ich hätte als nächstes gerne den ausgeschalten und den Scharfschützen. Ich habe das Ziel. Haben wir. Umgelegt. Sehr gut. So, hier ist noch Strom. Was ist mit der Flugabwehr? Die ballern uns vom Himmel. Wir sollten die Generatoren lahmlegen. Dass der Alarm aus ist. Mann, diese Flugabwehr ist eine echte Plage. Warte. Da ist noch einer, den ich noch nicht gehabt. Da läuft noch einer rum, den hatte ich noch nicht. Die Drohne ist oben. Wo ist er? Position. Alles klar, gehen Sie wieder fast. Ziel markiert. Verdammt, der Kerl ist tot. So, Piloten verhören. Las unidades han alcanzado la última posición conocida del enemigo. Ningún contacto en el reporte. Comenzando búsqueda en la zona. So, Hammer. Dokumente. Dokumente anzeigen. Die Technologie. Der Technologieriese Scale Technology hat seinen Einflussbereich scheinbar nach Bolivien ausgeweitet und seine Überwachungsdrohne an Unidad vermarktet. Alles klar, die Info haben wir. So. Warte, ich möchte die Waffe haben. Na, geh rüber da. Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. Leichtes Maschinengewehr. Da drüben ist noch eine Info. Oh, 500 hat es gegeben. Nimm mal die hier. Ja, Infos entdeckt auf der Minimap. 7 Stück. Okay. Mal wieder Sammelsorium. Den hätte ich jetzt. Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Danke. Ziel getroffen. Haben Sie aufgeschafft. Gefahr im Verzug. Gefahr im Verzug. Alles sauber hier. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Etter bis jetzt! Hoffentlich kannst du Englisch, oder wir haben ein Problem. Da, sicher, ich spreche ihre Sprache. Ich verrate den Code. Okay, Hammer. Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. Du hättest gar nicht grob werden müssen. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ich markiere euch den Bereich. Dokumente halten. Die Unidad scheint mit einer Extremistenorganisation aus Russland zusammenzuarbeiten. Der Hubschrauberpilot, der für die Uranlieferung zuständig war, trug dessen Abzeichen auf seiner Uniform. Weitere Untersuchungen sind nötig. So. Wisst ihr,
Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Das werden wir gleich sehen. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. So, kommt. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da kommt man nur durch, wenn man tief fliegt. Durch den Canyon dort. Glaubt ihr, ihr schafft das? Es gibt dürfen uns Weg, keinesfalls erfassen. Hat jemand Angst vor Luftabwehr? Die haben welche, wisst ihr? Naja, fliegen wir mal durch. Schaut gut aus. Unidentifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist! Die sind überall! Ist es zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sagt denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood-Sprachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie! Ja, antwortet mal einer. Ich komme zu tief. Weißt du, ich habe Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich habe einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Niedrig einfliegen. Oh. Ist gar nicht so leicht. Antworten Sie oder wir schießen. Das ist die letzte Warnung. Oh. Sie haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Oh, fuck. Das übliche Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Ja gut, es hat sich erledigt. Alter Finne. Einsatz fehlgeschlagen. Uff. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ja, gleich einen Feuerbefehl geben. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, wo wir anfangen müssen. Ah, komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir können gleich den Hubschrauber nehmen, oder? Okay. Hab ein drittes Ziel. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Okay, alles ist gut. Ziel gesichtet. Zurück mit dir, zurück mit dir. Du bist der mieseste Ghost aller Zeiten. Dankeschön. Eins ist fehlgeschlagen, sie wurden entdeckt. Komm. Ach, das wird die Geschichte, man darf einfach nicht entdeckt werden. Na, ich mag diese Einsätze eigentlich ganz gerne. Aber ich hab's gedacht, bei den vier wäre ich schneller. Weil die schön hintereinander gelaufen sind. Da ist noch ein Tango. Noch ein dritter. Markiere Feind. Roger, ich gehe. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Gib Zeichen. Habe einen. Locker bleiben. Alles ist gut. Die haben ein Luftabwehrsystem?
Scharfschütze im Turm. Ab einen Tango. Ich sehe ein zweites Ziel. Und das macht drei. Leutnant marschiert. Brauche eine neue Position. Alles klar. Geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Bereit. Auf deinen Befehl. Entsichert. Shit, der hat den Shit. Wir haben wohl eine Leiche gefunden. Okay, alles ist gut. Okay. Nachladen. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Wo hast du sie? Da, beim Container. Das war knapp. Roger, ich bin oben auf dem Turm. Suche bessere Schusslinien. Zu markiert. Ich hab das Ziel. Hab ihn, er ist tot. So, volle Konzentration. Wo war nochmal der Alarmposten? Wichtiges Ziel. Okay, bin unterwegs. Eine gute Position. Gehe auf neue Position. Ich sehe das Ziel erfasst. Bin schussbereit. Eröffne. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Ich mach mal einen Passagier. Bin ich mal gespannt, ob einer von denen jetzt auf die Idee kommt zu fliegen. Ich steig nochmal aus. Kann ich auch ins Geschütz gehen? Schütze, ja. Das hätte ich gerne. Oh, ich muss fliegen. Hm. Ich mach das, ich fliege. Bin drauf. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da kommt man nur durch. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Überall. Ist es zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie. Ach komm. Das ist doch nicht wahr, Leute. Das lässt sich aber auch bescheiden fliegen, das Ding. War vielleicht auch nicht ganz so clever, gleich hier zu starten mit den mit der nächsten Karte, mit dem Kartenabschnitt, meine ich. No? Mm-hmm. Die Ladezeiten sind extrem. Ah, es geht's wieder los.
Ich sehe noch einen Tango. Feindgesichtet. Geh in Position. Zieh mich in Position. Ich suche eine gute Schusslinie. Gib Zeichen. Abschuss bestätigt. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Okay, alles ist gut. Feind markiert. Tango Nummer 3. Leutnant markiert. Geh in Position. Auf eine neue Position. Geh in Position. Position. Bin bereit. Hab das Ziel. Bereit. Ich nehme die Penner unter Feuer. Scheiße, warum hast du nicht gleich ein Signal abgefeuert? Okay, Freunde, ich mache jetzt mal Folgenende. Das wird mir gerade ein bisschen zu bunt. Wir probieren es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.